Das bin ich, Jakob. Wegen meiner doofen Krankheit kann ich nicht laufen oder sprechen. Ich kann meine Finger und auch sonst mich nicht gut bewegen. Aber man kann auch so einiges an Wildnis und Abenteuer im Rolli erleben. Eigentlich haben wir Rohrkolbenschilf gesucht, um damit wieder mal eine Fackel zu bauen. Darum sind wir heute zu einem See gewandert. War super kalt, aber auch super schön, mit den ganzen gefrorenen Pflanzen. Nur die Schilfhalme, die wir gesucht haben, haben wir nicht gefunden. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wo man die gut finden kann. Aber egal, wir haben dafür noch etwas Birkenrinde gefunden. Damit kann man auch super Feuer machen. Am nächsten Tag sind wir wieder aufgebrochen, um Schilf zu suchen. Von ein paar Hindernissen lassen wir uns als echte Abenteurer dabei nicht aufhalten. Und so ein wenig durchgeschüttelt zu werden, macht mir gar nichts aus. Das letzte Stück bin ich dann sogar alleine gefahren. Ob ich wohl im See lande? Oh je, wenn das die Mama sieht. Auch heute war es wieder super kalt. Als Abenteurer braucht man ein Feuer, damit man nicht erfriert. Zuerst braucht man etwas kleines Holz zum Anzünden und einige größere Stöcke. Und natürlich von der Birkenrinde, die ich gestern gesammelt habe. Ob Papa auf dem gefrorenen Boden ein Feuer anbekommt. Zum Glück habe ich so gute Birkenrinde gesammelt. Sonst hätte Papa das nie geschafft. Ich habe versucht, auch zu filmen. Aber ich habe mich irgendwie in der Kamera verwickelt. Findest du gut? Ja. Holz? Ich glaube, das ist noch eine große Prüfung, gell? Ist noch ein kleineres drauflegen? Nee. Dann da drauf. Das Feuer ist noch ein wenig klein. Ich mache darum noch etwas Holz drauf, damit man sich auch wärmen kann. Und dann gibt es natürlich was zum Essen. Es gibt Fisch aus der Dose. Lecker.
Am Feuer schmeckt es einfach am besten. Wir haben dann noch ganz lange am Feuer gesessen und uns wieder aufgewärmt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann müsst ihr den Abonnement-Knopf drücken. Dann verpasst ihr auch nicht mein nächstes Video. Ich freue mich auf das nächste Abenteuer. Tschüss.